Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video ergänzt ein vorangegangenes Video, in dem folgende Aufgabenstellung aufgetan worden ist. Es geht hier um eine Reihenschaltung. Bekannt ist die Spannung U. Bekannt ist der Wert von dem ersten Widerstand, RI, hier mit 0,5 angegeben. Die Spannungsquelle soll 6,3 Volt haben. Und es ist auch bekannt, dass in dieser Konstellation dieser Widerstand RA eine Leistung PA von 10 Watt hat. Im ersten Video habe ich Sie dazu aufgefordert, die Lösung selbst zu finden. Ich zeige nun an dieser Stelle, dass es tatsächlich zwei Lösungen gibt, die genau diese Bedingung erfüllen. Nämlich einmal RA1 gleich 2,8822 Ohm und RA2 gleich 0,0867 Ohm. Ich werde am Ende dieser kleinen Serie darauf hinweisen, warum es hier zwei Lösungen geben muss. Darauf gehe ich aber hier nicht näher ein. Ich werde hier nur zeigen, dass beide Lösungen genau diese Forderung erfüllen. Ich bin dabei den folgenden Weg gegangen. Da ich ja nun die Lösung habe, kann ich den Gesamtwiderstand dieser Schaltung leicht berechnen, indem ich RI plus RA rechne. Ich teile die Gesamtspannung durch diesen Gesamtwiderstand und komme somit auf den Strom I, der hier fließt. Und mit P gleich I Quadrat mal RA1 kann ich nun die Leistung PA für diesen Widerstand berechnen. PA gleich I Quadrat mal RA1, setze die Werte ein und komme auf 10,003 Watt. Das entspricht tatsächlich diesen 10 Watt. Diese kleine Abweichung kommt nur dadurch zustande, dass ich hier gerundet habe. Schauen wir uns den zweiten Wert an, 0,0867 Ohm. Auch dieser Wert ist übrigens gerundet, sodass das Ergebnis am Ende nicht ganz exakt bei 10 liegt, aber nahezu bei 10. Ich gehe genau den gleichen Weg, setze statt der 2,8822 Ohm, die ich hier eingesetzt habe, hier entsprechend 0,0867 Ohm ein und natürlich auch an dieser Stelle. Hier gehört natürlich der Strom rein, den ich hier berechnet habe. Und ich komme wiederum auf die 10 Watt, von den Rundungseffekten mal abgesehen. Sie sehen also, dass es tatsächlich zwei Lösungen gibt für RA unter den gegebenen Voraussetzungen. Ich hoffe, Sie bleiben hier am Ball. Im nächsten Video zeige ich einen Lösungsansatz, um genau diese beiden Widerstandswerte zu berechnen. Ich würde mich natürlich auch jetzt schon sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.